Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem Livestream, zu einer Livestream-Aufzeichnung. Zumindest auf YouTube ist es eine Livestream-Aufzeichnung, jetzt natürlich gerade ein richtiger Livestream. Und mit am Start ist der Revano. Ja, hallo, Freunde, bin wieder da. Richtig, und der Crazy Freak. Hallo. Genau, und wir zocken zusammen The Division, die Beta, und zwar auf der PS4. Wir sind jetzt gerade hier auf der Charaktererstellung. Und wow, wir können nichts machen. Auch du kannst mehrmals auf männlich oder weiblich klicken, ja, das verändert sich dann. Kommen andere Charaktere. Okay. Mit Bart, okay. Ohne Bart, ohne Haare, mit Haare. Mit Gesicht, ohne Gesicht, Ja, nee, so schlimm dann doch nicht. Also ich bin richtig kannst heiß drauf. Du ja so lange draufdrücken, bis der Onkel da kommt. Also ich bin auf jeden Fall richtig heiß drauf auf das Spiel, ja. Und genau. Ich warte jetzt schon seit, wann war es bei der E3? Vor 3 Jahren habe ich das Ding schon vorbestellt hier. Und ich weiß es gar nicht. Und seitdem bin ich heiß drauf, ja, und krieg doch, erst doch, gestern... Seit 3 Jahren ist es in Entwicklung, doch. Ja, und ich habe das bei der E3 live habe ich das vorbestellt, das weiß ich noch. Und ich nehme den schwarzen hier, komm, scheiß drauf. Ich war ja schon immer ein Schwarzer irgendwie. Zu Quotenleger. Ja, stimmt, ne? Daisy. das war ja der. Halten Sie durch! Psst. Ja, habt ihr schon auf Bestätigen ja, gedrückt? Ja, Hammer. Oh, toll. Autorisierer Agent. Aha. Bleiben Sie wach! Ich brauch Sie! Hören Sie! Das wird wieder! Hey, momentan geht es Ihnen besser als mir. Shit, die Explosion hat den Commander getötet. Wir haben einen Job zu tun. Den erledigen wir, es ist nur... Landung in einer Minute. Sie müssen das gleich auf der rechten Seite sehen. Ich habe mehr über die erste Welle herausgefunden. Die sind alle entweder tot oder werden vermisst. Psst. Also liegt es jetzt an uns. Und deshalb müssen wir uns zusammenreißen. Und zwar schnell. KTF-68 an Tower. Sicht auf den Hudson. Ja, 2 Division-Agenten an Bord. Die Explosion vorhin war ihr Taxi. Okay, KTF-68, klar zur Landung. Normalerweise braucht man Zeit, bis man jemandem vertrauen kann. Tja, wir haben keine Zeit. Ich vertraue Ihnen. Das muss ich wohl. Ich hoffe bei Gott zu Recht. Willkommen am Hudson Pier. Keine Ahnung, was Sie da erreichen wollen. Hinter diesem Tor liegt ein gottverdammtes Kriegsgebiet. Wer hat hier den Befehl? Captain Benitez. Er leitet die Evakuierung am Madison Square Garden, aber wir haben den Kontakt verloren. Falls morgen immer noch Funkstelle herrscht, packen wir ein. Niemand zieht von hier ab. Wir holen uns die Stadt zurück. Nehmen Sie mit, was Sie brauchen. Ich komme hinterher. Viel Glück. Sie werden es brauchen. So, also ich stehe jetzt hier rum, sagt Bescheid, wenn euer Intro fertig ist. Oh. Brauche euch. Wie jetzt? Jetzt kann man irgendwie auch einladen. Frag mich nicht wie, ich hab's nicht gemacht. Ich weiß nicht. Wow. Warte, stehst du jetzt schon da? Oder? Weil ich stehe jetzt schon da und kann, aber ich muss es erst in den Ingame-Ton leiser machen, dann raste ich hier aus. Okay. Okay, Musik Lautstärke machen wir 50. Effekt Lautstärke machen wir 50. Oh, da, ich muss das noch einstellen, dass der Controller nicht mit mir redet. Weil sonst hört ihr das nicht. Kann man das ausstellen? Dass der Controller nicht mit uns redet. Da musst du lange die PS-Taste drücken und dann kommt das Menü. Da kannst du es nicht hier und dann einstellen im Spiel. Ton und Geräte anpassen und dann machst du einfach. Naja, ich denke mal, dass, also im Moment redet der Controller nicht mit mir. Sobald ich merke, dass doch, der redet. Also Kontakt Funksprüche aufnimmt. Und so kommen alles über Controller. So. Ja, eben, ja, aber aber das stört vielleicht deine Zuschauer, die würden das gerne vielleicht hören, weißt du? Okay, wie kann ich denn in dir reintreten? Wie kann ich denn beitreten? Also ich habe einfach die Map geöffnet, also Touchpad. Und habe 4 gedrückt. Und dann bin ich irgendwie da reingekommen. Da steht das. Wo hattest du jetzt gesagt mit den Geräte anpassen? Ach hier,
lange PS-Taste drücken. Aber dann hörst du doch diesen Funkspruch, aber dann auch nicht in-game, ne? Dann ist er ja bloß ruhig. Ja, doch. Okay, weil ja, doch, die kommen ja in-game sowie als auch über einen Lautsprecher. Okay, also mache ich Lautsprecher für Controller mache ich aus. Gut. Gruppenverwaltung, das hört sich gut an. Da unten sehe ich was, kann ich da beitreten? Bin ich jetzt blöd? Achso, das ist am Controller. Ja, sorry. Ja, ich glaube, ich komme. Ich bin gerade auf dem Weg zu dir. Du glaubst, du kommst. So, da ist der Crazy Freak. Es klappt. Ich komme. Ich bin da. Ich bin da ist der Romano. Ja, ich bin da. So. Wir sind Partnerlook. Saugeil. Ja, wir sehen alle gut aus. Saugeil. So, jetzt, ich möchte also, wenigstens mal ganz kurz mir das alles angucken. Wir haben den gleichen Verkäufer. Ja, alle haben dieselben Jacken an. 20% Rabatt auf also, alles. Ja. Doch, bei Roll. Nee. Außer Tiernahrung, ne? Was? Genau. So, auf jeden Fall hier ja, hinten. Ja, keine Ahnung, wo kann ich den schießen? Sieht auf jeden Fall ganz gut aus, muss ich sagen. Geil aus. Sieht auf jeden Fall. Ich freue mich schon drauf. Ja, dicke Sat, du sollst das Badewasser nicht laufen lassen bei dem Schiff da hinten. Guck mal, was passiert ist deswegen. Ah, warte mal, ich glaube, ich mag. Der Onkel. Ich glaube, ich mag dich nicht. Ich habe hier 15 nicht, ja, unendlich. Wär, warum, und wieso magst du mich denn nicht, Leon? Ach, der hat sich versteckt im Busch, die Sau. Leon, wieso magst kann du mich denn nicht? Kann man hier auch Ego-Shooter gehen? Kann ich mal, darf ich mal ganz kurz reden? Ihr hört mich doch, wenn ich rede. Dann müsst ihr doch nicht dazwischen quatschen. Ich glaube, ich mag dich nicht, hat er mir gesagt. Gerade der Leon. Ich glaube, die mag dich nicht. Die? Ich glaube, die mag dich nicht. Also ich kann nichts machen, komisch. Ach, die mag dich nicht? Achso, keine Ahnung. Ich bin jetzt gerade. Ja klar, du kannst nicht in Ego, das ist ein Third-Person-Shooter, da kannst du nicht in nee, Ego. Nee, ich meine allgemein noch keine Waffen. Du kannst noch nichts machen. Das ist ja noch die Einführung hier. Achso. Wir sind doch hier in der Dings. Die werden erstmal eingeführt. Ach, guck mal. Gibt's jetzt hier eigentlich einen Captain? Ach gut, ich sehe euch beide am Radar. Einmal Karussell fahren, komm, Rivano, ich dreh bitte, euch an. Setzt euch bevor mal du, Rivano, bevor du Fragen stellst, ne? Denk bitte daran, wir spielen das Spiel genauso lange wie du und haben genauso viel Erfahrung wie du. Okay, Crazy ja, hat ein bisschen. Ja, kann ja sein, dass ihr schon wieder gecheatet habt oder so. Crazy hat ein bisschen mehr, aber er hat es auf Xbox schon gezockt. Ja, seht ihr? Da ist er schon, der Erste. Ja, ich hab's auch auf Blaze gespielt, so. Aber wie stehen wir denn jetzt da, Mann? Ja, docken doch gerade auf Blaze. Wieder was anderes. Ich guck mir gerade ein bisschen zu viel. Ich bin zu Weißglut. Keine 5 Minuten mehr. Ich wollte mich da bemühen, aber ich habe gedacht, nein. Ich hab gleich die ganze Revano-Dosis am Abend hier. Okay, ja. Jetzt da gehen wir hier in eine Karan. Wieso? Du spielst doch auf Blaze. Was? Okay, gehen wir mal rein in den Schlafanzugladen hier, komm. Onkel läuft so okay. Ja, ich guck mir alles an. Sieht alles schön aus hier. Ja, das wird noch schöner. Das wird noch schöner? Huch. Das wird noch schöner, sagt er. Habt ihr schon mal gesehen, wenn einer hinter der Wand ist, dann seid ihr so kleine Vierecke. Seht ihr das? Guck mich mal an. Dann müsstest du mich auch so mit Vierecken kreisen. Ja, das siehst du, die, das sind praktisch die Zonen, wo du treffen kannst. Geil! Also die Trefferzone. Das heißt, wir können also durch die Wände schießen, oder? Nein, das sind nur die Trefferzonen. Die werden dann farblich markiert. So. Man Pain kann Boy. Durch die Wände schießen. Oh, was war denn hier? Das ist wie eine Gedenkstätte, so ein Schrein Frank, mit den ganzen Kerzen. Frank, ja. Ja, hier sind viele gestorben. Ey, der heißt Trevor Singh. Unter anderem auch Feuerwehrmänner, wie es aussieht. Richtig. Oh, guck mal, auf der Karte wird alles. Ja, man muss ja vielleicht sagen, für die Leute, die es nicht wissen, also hier ist irgendwie ein Virus ausgebrochen und wir sind halt da und den da. Ja. Und zwar die Grippe. Ja, Virus ist ausgebrochen und welche haben die Stadt eingenommen und wir wollen ja, die Stadt wieder einnehmen. Also, hab ich verstanden. Hier gibt es einen Ausrüstungsdealer. Was ich weiß, ist, wenn wir jetzt looten, dass für jeden Loot da ist. Also wenn ich jetzt was loote, bleibt es für euch liegen. Das habe ich wohl gelesen, ja, gehört. Ja, aber das Coole ist, jeder kriegt was anderes. Achso. Aber das ist gut. Können wir uns das gegenseitig ist geil. Das heißt, wenn du jetzt meinetwegen einen Schalldämpfer kriegst, kann ich zum Beispiel ein Magazin kriegen oder so. Leon, welchen anderen beiden meinst du?
Ja, er fragt gerade, wie geht's in den anderen beiden? Ich weiß es nicht. Okay. Ja, mir geht's gut, danke Leon. Vielen Dank. Achso. Ach, hier kann ich. Meint er uns oder er meint die anderen von dem aus der KP? Kann ja auch sein. Also es kann natürlich sein, dass ich auch total einfach auf dem Schlauch stehe mal wieder. Also hier kann man sich auch Ausrüstungsgegenstände kaufen. Ich glaube, brauchen wir jetzt noch nicht, oder? Das hier. Du kannst dir sowieso nichts kaufen, hast du eh kein Geld. Wow. Noch nicht. Geil aufgebaut, also sehr komplex, würde ich sagen. Das ist nur hier die, ich sag mal, Operationsbasis. Weil hier sind noch andere Spieler, ja. Ja, das ist hier die Basis, wo sich die ganzen Spieler treffen. Agent finden? Aber hier kann ich euch finden. Das ist eher uninteressant. Hier kommst du nachher sowieso nicht mehr hin. Ach, hier kann ich euch finden? Ja, man kann das auch mal wenigstens angucken. Was ist denn auffüllen hier, Freunde? Ach, auffüllen, da kannst du, das habe ich gesehen, da kannst du eine Granate auffüllen. Granaten habe ich bekommen, cool. Umsonst. Und so mit den Dingern kannst du auch deine Waffen auffüllen. Also einige Sachen habe ich ja schon gesehen, weil ich ja manchmal im Livestream geguckt habe oder so. Habe ich eigentlich irgendwelche Waffen? Also die Karte erinnert mich aber ein bisschen an Watch Dogs, ne? So ein kleines bisschen. Einsatzbericht anfordern. Watch Dogs ist Chicago gewesen, das weißt du. Und ich sag's ja nur ungern, aber es gibt. Nein, ich meine allgemein, wie das aufgebaut ist mit dem Computer und so. Das war ja auch alles so, weißt du? Wo man sich so frei bewegen konnte, gucken konnte. Finde ich ganz cool. Oh ja, das ist richtig. Aber ich werde dich mit allen. Und diese ganzen kleinen Fäden, die in der Decke hängen, so mit den Zielen. Aber jetzt haben wir irgendwie. Ich habe mir jetzt hier irgendwie eine Mission angenommen hier an der. Ja, wir haben ganz viele, siehst du ja oben. Da steht neben der Karte die Einsatztafel. Hier da, wo der Strich hier lang geht. Ja, ja. Genau, das ist die Hauptmission, der gelbe Dicke. Genau. Sprinten kannst du, wenn du den Dicken reindrückst und dann läufst du. Ja, man hört schon, der Crazy Freak, der sprintet auch öfters. Was haben wir denn hier? Lesen. Feindbasis. Ach, guck mal. Ah. Oh. Mm. 100. Kartenaktualisierung. Krass. Das kommt nachher im Prinzip alles nochmal, sozusagen. Oh, das wird ein Riesengame, Leute. Wenn wir in der Basis sind. Lager öffnen, ja, Lager. Zum Einführen, sozusagen, was es denn alles gibt. Mhm. Okay, komm, dann lass uns mal jetzt durchgehen. Ich denke mal, da gibt es bestimmt eine Action-Zone. Action Zone. Könnte man so sagen. Erinnert mich jetzt, so ein bisschen. Also gibt es hier eigentlich auch Menschen oder ich meine so also Monster oder so oder gibt es hier nur Menschen? Menschen. Okay. Was hätte sein können, dass irgendwelche Mutanten. Bist du nicht bei kommen? Aliens, also hast du was verwechselt? Drücke Optionen. Drücke Optionen und begeben Sie sich zu Fensterfähigkeiten. Achso, ist zur Fähigkeiten, ha? Ach, können wir jetzt schon. Ah, was haben wir denn? Fähigkeiten verfügbar. Stehen die Fähigkeit zur Verfügung, Fertigkeiten erweitern, ihr Werkzeugkasten und blablabla. Ja, machen wir mal. Oh, du kannst immer nur so als Anekdote zwei Fähigkeiten benutzen. Mehr geht nicht. Wir haben einmal Sicherheit und einmal Schild. Technologie. Also ich nehme mal Sicherheit, liebe Freunde. Ist doch egal, was du nimmst. Ich denke, das ist schon ganz gut. Nimmst du den schwulen Schild? Na gut, dann mache ich Technik. Ah, nee, Sicherheit ist der Tank, oder? Dann mache ich das ist kein Tank, das ist ein Schild. Nein. Das ist ein ballistisches Schild. Es gibt hier keine Klassen. Doch, das ist medizinisch Supporter, Technologie. Ja, aber es gibt hier keine Klassen. Es gibt hier keine Klassen im Spiel, wenn ich als Figur. Das ist immer so. Und das andere Sicherheit ist mehr so ein Tank. Okay, wenn er es natürlich weiß, dann müssen wir das so akzeptieren. Ja, sicher weiß ich das. Das ist ganz normal aufgebaut. Doch. Ich habe die Haftgranate genommen. So. Ja, die will ich auch. Ich stelle euch vor euch und deck euch. Ja, und das andere, das Impulsgeber, da kannst du die Feinde scannen, wo Feinde sind. Das ist auch vielleicht auch eine gute Idee, ne? Ach, jetzt habe ich das umgeswitcht, oder was? Ich glaube, das nehme ich mal. Jo, das nehme ich mal. Drückst du einfach okay. L1 und dann scannst du einmal. Ne, R1. Muss ich mal ganz kurz gucken. Geht das schon? Nachdem, wo du es hinlegst. Warum geht das jetzt nicht? Also drücken Sie R1 und dann ein Schild ab. Der Schild schützt Sie vor Frontalschaden, beschränkt jetzt Sie aber auch auf den Einsatz der Handfeuerwaffe. Also wir haben ja eine Ratte zum Beispiel. Dann läuft da unten so ein Cooldown ab und wenn der von der vorbei ist, dann kannst du ihn wieder benutzen. Boah, geil. Bitte, guck mal, bitte. Leute, guckt mich mal bitte an. Wenn ihr dann wollt, könnt ihr euch hinter mich laufen, dann decke ich euch. Ah, Waffen sind da. Waffen kann ich jetzt benutzen. Jetzt kann ich das Schild dann wieder ausmachen. Ey, Schild. Oh, jetzt hat er weggeschmissen. Ey. Zum Schild. Unten läuft ein Cooldown ab. Mit Dreieck kannst du wechseln. Ja, ich sehe schon. Doppeldreieck kannst du dann die Pistole.
Habt ihr nur. Haben wir noch andere Waffen? Nein. Ja, doch, bloß Dreieck, Pistole. Ja, alles klar. Bist MG. Ich kann nicht. Maschinengewehr. Ach, jetzt. Ach, hier. Hm, alles klar. Dreieck und Doppeldreieck. Pistole. Boah, das Sturmgewehr sieht ja geil aus. Boah, das Spiel wird episch. Eine fette Ratte. Hoppla, ich hab die Ratte erschossen. Und auf jeden Fall müssen wir hier viel looten. Den dicken reindrücken. Achso. ich meinte mit den anderen beiden, Rivano und Crazy Freak, ja, haben sie ja beantwortet. Ja, ich lese jetzt gerade ein bisschen spät vor, weil ich war auf Spiel konzentriert. Du warst auf Spiel fixiert. Also wenn jetzt gleich hier Action abgeht, dann gehe ich vor. Ich habe das Schild. Warte mal, hier gibt's doch bestimmt noch irgendwo Loot-Sachen, oder? Nee. Aber bis jetzt habe ich noch nichts entdeckt. Die Gegner lassen Loot fallen. Du findest auch so mal Loot, aber das ist eher wenig. Das ist halt kein also DC. Ich muss sagen, dass die Stadt aber sehr nach Zombie-Apokalypse aussieht. Hier ist ein Toter. Okay. Ja. Einmal anfassen, bitte. Guck mal, hier kannst du reingehen. Ja, wo wollen wir hin? Ich will mal kurz hier gucken, rumgucken. Ja. Boah, guck mal, ich gehe hoch. Guck mal. Boah, meiner ist übelst der talentierte Athletiker. Spitzensportler. Er ist hochgeklettert und freut sich wie ein. Boah, ihr Ohr, Alter. Ich kann interagieren mit den ganzen Telefonzellen hier. Ist da was drin? Kann ich auch anrufen, oder? Ey, da kannst du anrufen. Kann Neo klettern. Hier. Wow, ich kann klettern. Guck mal, ich bin voll der Held. Ja, und ich kann mich auch in die Telefonzelle rein teleportieren. Dann komme ich woanders hin. Ist Spielsound das so laut genug eigentlich? Mal für die Leute, die im Stream... Leuchtet eine kranke Frau. Ich hoffe doch, dass alle zuschauen. Fleißig. Wie viel gucken denn gerade zu? Frage. Mit Kreis kannst du drüber klettern. Acht? Na, sauber. So, ich hoffe, euch gefällt's, ey. Mir gefällt's sehr. Ich freue mich auch, wenn wir gleich mal einen Gegner haben hier. Weil ich so, nicht die ganze Zeit euch am Arsch gucken kann. Hier ist zum Beispiel was zum Looten. Hier, da. Wo? Ist das was zum Looten? Nee, ist nur was zum... Okay. Nur so... Habt ihr gesehen, liebe Leute, wenn da irgendwie ein Obdachloser oder so auf der Straße liegt hier, dann sieht er sofort der Crazy da zum Looten. Erstmal den alten ausrauben. Das Ding hat halt einen übelsten Sammelwahn, weil hier so viel zum Einsammeln ist. Das ist übel. Ja, ich sammle auch mal alles auf jetzt hier. Kein Problem. Ich stehe auf Aufsammeln. Aber was mir fehlt ist Essen. Was mir fehlt ist Essen trinken. Hier gibt's ja gar nicht mehr, dann oder? Dann drück mal Digipad. Rechts gedrückt halten, da siehst du, dass es auch Essen trinken gibt. Digicam habe ich gedrückt, aber da sehe ich überhaupt nichts. Ja, es gibt Essen und Trinken, aber es gibt aber keine Anzeige für Hunger und Durst, oder? Wo ist die denn? Ob Option vielleicht? Nein, du hast einen generellen Energiebalken, der orange da unten. Also ist Essen und Trinken plus Energie. Richtig. Vielleicht kommt es ja noch, wenn dann nicht mehr eine Beta, weißt du, dass die... Ach, guck mal hier, komm mal looten, Mülleimer. Also man hier mit X. Guck mal. Ach nee, das ist Deckung. Ich dachte, das kann man looten. So, ich bin nur in Deckung, Entschuldigung. Ich sah so aus, ich loote den Mülleimer. Das ist so typisch Rivalen, ey. Rennen sie alle. Oder rennen sie oder alle hin. Oh, da ist ein Opfer. Nee, der ist grün angezeigt. Ja, warte mal, ich kann ja mal kurz durchscannen. Alter, gleich wirst du verhaftet von der Polizei. Okay, gibt's keine Gegner. Keine Bedrohung gefunden. Nee, hier oben ist jemand am Fenster. Sind Sie allein da unten? Ja. Was machen Sie denn hier? Wir gehen hier ein bisschen spazieren. Aua! Schießt du mich denn an? Ich hoffe, die. Ja, Leute, wenn er den Crazy über den Weg läuft und ihr sagt, was sucht ihr denn hier, müsst ihr damit rechnen, dass ihr abgeballert werdet. Ja, kann passieren. Ey, da ist eine gelbe Leiter, da können wir hoch. Sollen wir mal einfach mal auf dem Dach gehen? Selbstmord machen. Doch. Okay, ich komm mit. Also, ich geh mal hoch. Du gehst hoch? Ja, ich geh hoch. Ich deck deinen Arsch, ey, und mein springst ich zuerst her. Runter, ne? Ich spring dann hinterher, ne? Mal gucken, was passt mir. Wenn du überlebst, komm ich hinterher. Wenn nicht, dann. Mhm. Ja. Komm mal auch hinterher, aber halt bei leider. Ja, sieht doch ganz nett hier oben aus. Hier ist irgendwas zum Looten, warte mal. Wo? Yeah, wo sieht man denn, was zum Looten ist? Du blind? Hier oben. Guck mal auf die Karte. Ah, und meine hat eine stylische Rolle gemacht, wo ich da hochklettern würde. Keine Ahnung. Da ist sie. Die Tür ist zu. Guck mal, mit X. Drück mal X, da macht ihr voll die Kusselkopf.
Yeah. Die Tür, die ist zu. Oh, wir sind beschiss, Alter. Und das im Schnee. Ich komm mal hier. Ja, wisst ihr, woran das liegt? Das liegt. Oh. Das liegt einfach nur daran, dass das die Beta ist. Da ist diese Funktion noch nicht. Ich glaube, wir müssen erstmal auf jeden Fall zu der Mission da unten. Ja, ich mal schön, sich schon ein bisschen. Kusselkorb! Komm, ich trau mich jetzt mal. Das geht gar nicht. Nein. Selbstmord ist in diesem Spiel nicht gegeben, liebe Freunde. Also alle, die Selbstmord machen wollten, werden hiermit leider versagen. Schade. Ja, Therapiesitzung, ne? Crazy, wenn du reden möchtest wegen Selbstmords, kommst du vorbei. Mal drüber. Nee. Ah, runterrutschen.